Wir sind also beim Traumportal, da starten wir heute und sehen die erste Schar von Verteidigern. Die steht bereits Spalier, die steht bereits bereit. Isera, ich danke euch dafür, dass ihr Hilfe bringt. Ich sehe, dass Meritra die Rolle der Anführerin des Schwarms übernimmt und es erfüllt mich mit Stolz. Lasst uns einmal den Traum betreten, ein letztes Mal vielleicht, und lasst uns die Zukunft des Weltenbaums gesichert sehen. Erzählt mir nochmal, wie ihr nach Azeroth zurückgekehrt seid. Und das gucken wir uns nicht an, aber super, dass ich sie mit reinbringe. Da haben nämlich auch einige unter den letzten Sequenzen geschrieben, dass sie die Quest gar nicht gespielt haben. Da könnte das dann ein bisschen weird sein, ne? Fancy Rüstung. Boy. Azeroth ist bereit für die Verteidigung. Unsere Zentauren von den Ebenen hier mit dabei. Khadgar ist am Start. Kaligos, jawohl. Die beiden dürften sich auf magischer Ebene ja sowieso ganz gut verstehen. Vyranos, bisschen hinter Alex, ja, steht mit keinem zusammen, aber am nächsten an der alten Freundin natürlich. Das Frostherz. Sprecht, wenn es sein muss. Warum seid ihr hier? Hyrak hat sein wahres Ziel aus den Augen verloren. Er hungert nach Macht und Feuer, nicht nach der Befreiung der Drachen von der Verderbnis durch die Titanen. Alexstrasza und ich haben uns lange unterhalten. Ich glaube, wir sind zu einer Einigung gelangt. Ich vertraue ihr und euch. Denn auch ich will meinen Bruder davon abhalten, alles zu vernichten, wofür wir gekämpft haben. Das ist auf jeden Fall ein nachvollziehbares Ziel, ha? Wie groß sie ist. Wow. Und wie alt sie ist. Sie war in dem neuen Buch schon eine der Ältesten, ne? Diese Frau hat Dinge gesehen. Heiliger. Meritra hat auch nochmal ein paar Sequenzen. Alex, da können wir auch nochmal nachfragen. Das ist ja toll, dass sie das hier nochmal gesammelt haben. Unsere Schwärme haben sich zusammengetan, um sich den feurigen Kräften zu stellen, die den Traum bedrohen. So lange Zeit war meine Schwester der Aspekt dieses Reiches und jetzt führt ihre Tochter uns an. Ein bitter süßer Gedanke. Da fällt mir ein, könnten wir maybe noch einen Moment zwischen euch beiden eigentlich bekommen oder ist das für Alex einfach Standard, dass Isera da rumguffelt? Das ist ein bisschen weird. Okay, Tyrande. Wo ist Malfurion, können wir fragen? Oh nein, die bricht direkt wieder zusammen. Die Kaldurei werden diesen Baum beschützen. Wir haben zu viel verloren, um jetzt die Hoffnung zu verlieren. Wo ist Malfurion? Bruder direkt wieder Full Nachtkrieger. Er ruht im Ardenwald. Als die Primalisten die Smaragdgärten bedrohten, versuchte er, den keimenden Baum zu finden. Er nahm Iseras Platz ein, um seinen Treueschwur vor der Winterkönigin Rechnung zu tragen. Aber ich kann seine Anwesenheit ganz in der Nähe spüren. Ich weiß, dass er im Geiste bei uns ist. Ja, und eigentlich müssten ja Ardenwald und Traum auch verbunden sein. Also gerade mal Furion als einer der mächtigsten Charaktere schlechthin. Sollte trotzdem in der Lage sein, wenigstens mal zu winken, ne? So ein bisschen. Wir werden für unsere Zukunft kämpfen. Ich schwor, dass der Baum im Inneren des Traums verborgen und sicher bleiben würde. Und jetzt wird alles, was wir uns erarbeitet haben, von der Flamme bedroht. Ich werde nicht scheitern. Ich darf nicht scheitern. Wenn euch nicht bewusst ist, was auf dem Spiel steht, kann ich es euch zeigen. Der Traum, wie wir ihn kennen, könnte sich für immer verändern. Vor nicht allzu langer Zeit wurde der Weltenbaum im Traum gepflanzt. Dort ist er sicher. Nun haben unsere Feinde ihren eigenen Weg in den Traum gefunden. Wir müssen unsere Kräfte vereinen und ihn schützen. Der Baum hat so viel Hoffnung und Potenzial. Der Traum leite euch. Smaragdgrünes Willkommen. Oh, wir kriegen direkt einen Drachen. Wie geil, Mann. Feendrache ist sein Onkel. Wir haben den Baum geschützt und bewachen alle Eingänge zum Traum. Nun hat Fyrak Verbündete gefunden, die einen neuen Weg für ihn öffnen können. Ich will dasselbe für euch und eure Verbündeten tun. Der grüne Drachenschwarm kann das nicht allein schaffen. Durch dieses Portal werden wir den Traum gemeinsam betreten. Ihr wagt es, aus meinen Tiegeln zu stehen. Okay. Ich komme euch holen, kleiner Würmer. Ja. Ja, da haben sich einige Leute gedacht, geil Leute, 10.2 ist draußen, erstmal ein paar Fyrak-Jaradin-Lager machen. Irre. Wir müssen das Reich und alles, was darin gedeiht, schützen. Für am
am Meer grassiert. Oh, Big Walk. Schön zum Arlong Park jetzt. Wow. Und wir laufen einfach rein. Ach lul, ich dachte, wir machen jetzt noch zusammen das Portal richtig ermächtigt auf. Aber nee, wir dürfen einfach einmal reinwuseln. Yo, Big Loading Screen. Sehr gut. Und wir sind drin. Die erste Eule. Wie schön sie ist. Eine Schlummereule, da sehe ich mich. Feendrachen dabei. Jo. Ach, ist das cool, mal wieder im Traum zu sein, oder? Lang, lang ist es her. Sind das NPCs tatsächlich? Wollte schon sagen, wer ist denn so gemockt und geht in den neuen Patch? Willkommen im Traum. Meine Mutter erwartet euch weiter vorn. Ich muss mich erholen. Passt auf euch auf, hier herrscht geheime, uralte Magie. Ja, na nicht, dass wir gleich wieder irgendeine Balliste finden und die ersten grünen Drachen erstmal wegbolzen, ne? Das kommt vermutlich nicht so geil. Und kann ich jetzt hier mit meinem schicken Phönix rumheizen? Kann ich. Kann ich. Ah, wie schön, Mann. Art-Team hat wieder anders abgerissen, oder? Fantastisch. Unser erster Posten. Der Traum grüßt euch. Hinter dieser Küste wartet der Weltenbaum. Habt ihr for real alle gar keine Stimme? Oh no. Ja, und Geritus? Der wurde ja auch in dem einen Trailer von Fyrak, ne, ordentlich zerbümmelt. Da lag er ja auch nur im Dreck, wo dann Fyrak und Vyranos aufeinander geclasht sind. Also, da auch kein Wunder, dass er sagt, ich brauch mal immer noch kleines Päuschen, ne? Ich schwor, dass der Baum im Inneren des Traums verborgen und sicher bleiben würde. Und jetzt wird alles, was wir uns erarbeitet haben, von der Flamme bedroht. Also, auch das bleibt erstmal gleich. Was denkt ihr über diesen Moment? Die Nachtelfen haben so vieles in so kurzer Zeit verloren. Jetzt haben wir endlich eine Chance zu heilen und zu wachsen. Yo, Nachtelfen-Erwähnung in 2023? Big. Erst stellen wir uns Fyrak. Dann ist es mein innigster Wunsch, Möglichkeiten für neues Wachstum zu schaffen, neues Leben und eine neue Zukunft. Naja, Meritra hat das ganz gut im Griff, ja? Was wollt ihr mir zeigen? Seht, Amir-Drassil, ein neuer Weltenbaum, der bald in Azeroth geboren wird. Die Verkörperung des Kreislaufs des Lebens, seine Äste erfüllt mit den Seelen der Kaldorei. Bis der Baum in unsere Welt übertritt, müssen wir das Symbol der Hoffnung schützen. Vor... Oh nein! Nein, wir müssen sie retten! Ey Mann, die armen Tierchen, kommt direkt der Feendrache mit der Living Bomb um die Ecke. Scheiße. Ja, was Meritra sagt, alles sehr, sehr wichtig, ne? Zum einen ist der Baum so am Leuchten, weil das ja nicht nur ein normaler Baum ist, sondern ja, ein Weltenbaum, aber vor allem ermächtigt mit den Seelen der Nachtelfen, die ja damals beim Brand von Tel Drassil starben, dann von Elun nicht in Irrwische verwandelt wurden, sondern in die Shadowlands geleitet wurden, eigentlich um dort im Ardenwald der Naturzone zu landen und der Winterkönigin zu helfen. Aber leider drehten ja der Kerkermeister und sein Schlund durch, seine Zone, und darum landeten die in Torgas, einem Turm der Folter, in der räudigsten Zone der Shadowlands, die wir so haben. Und daraufhin mussten wir die retten, aber wohin mit diesen gepeinigten Geistern? Und die ermächtigten dann diesen Samen, aus dem der Weltenbaum erwachsen konnte, also noch mehr Nachtelfenverbindung geht eigentlich gar nicht. Und... wir wollen natürlich, dass der nicht nur hier gedeiht, sondern dann, wenn er fertig gewachsen ist, rüber nach Azeroth transferiert werden kann. Und das kann er, denn diese Bäume sind ja ein Bindeglied zwischen unserer Realität und der Domäne des Lebens. Und damit sie diesen Vorteil richtig ausspielen können, müssen sie natürlich irgendwie zwischen solchen Domänen auch wechseln können. Es hört sich gut an, im Traum wieder sicher zu sein, umgeben von meinem Schwarm und meinen Freunden. Ich war für zu lange Zeit ein Gefangener. Was ist mit euch passiert? Ach so, das ist auch nochmal die Sequenz. Bruder, man kann sie ja wirklich alles nochmal reinziehen. Fantastisch. Aber ich glaube, die haben wir noch recht präsent. Fyraks Macht bedroht das Gefüge des Traums. Wir müssen uns beeilen, diese Welt zu retten. Dieser Drache wird euch helfen. Ein neuer Freund.
Wie schön. Kann ich den auch gleich usen? Ja. Diese verspielten Beschützer des Traums mögen größer als die mit ihnen artverwandten Feendrachen sein, aber sie sind dennoch nicht weniger schalkhaft. Oi. Ein Schalk, ein Schelm, ja, den nehmen wir mit. Darum sagt man auch auf Schalke, ne, wegen diesem Feendrachen. Feuriges Festmahl. Fyrak beschädigt bereits das Gefüge des Traums. Ich kann es brennen spüren, als ob die Flammen meine Schuppen verzehren würden. Und ich weiß, dass diese schwelende Pein nur ein Bruchteil dessen ist, was mein Sohn erleiden musste, als Fyrak ihn quälte. Aber wir haben eine mächtige Waffe gegen dieses Feuer. Unsere Feendrachen und Drachen verschlingen, was ihr nicht hingehört. Sie sind ausgezeichnete Verbündete, wenn sie auch ein wenig schwer zu kontrollieren sind. Jetzt brauchen sie unsere Hilfe. Nehmt das, reinigt den Himmel von der eindringenden Flamme. Feendrachen sind besondere Kreaturen, farbenfroh und unberechenbar. Schwingt euch in die Lüfte und seht, wie sie ihre Flügel ausbreiten. Ach, ich muss das wirklich mit meinem eigenen jetzt machen, oder was? Aha, aha, beschwört euren Reitdrachen. Sieh an. Da freuen sich alle, die nicht so gut auf Drachenfliegen zu sprechen sind, aber das ist ja dann auch vorbei, wenn man hier nochmal ein bisschen durchzieht, ne? Flammen verschlungen, der frisst die einfach. Und Szenarius ist am Sabbeln, Junge. Jo! Wo hat man den Bruder zuletzt gesehen? Der ist auch schon ein paar Jährchen her wieder, ne? Legion. Zuvor, glaube ich, in Cutter Richtung Firelands und so. Das lesen wir aber gleich nochmal in Ruhe. Wenn ich jetzt lese und fliege, dann krache ich gleich selber in den Baum rein. Das wäre, glaube ich, auch nicht so vorteilhaft. Aber das war ein schöner Einstieg, ey. Die Feendrachen. Nicht zu unterschätzen, ha? Die haben richtig was auf dem Kasten. Die können sogar Feuer fressen. Was für verdammte Legenden. Und wir haben das Gespräch hier unten. Feendrachen sind besondere Kreaturen. Szenarius, wann wird Fyrak den Baum erreichen? Er hat ihn noch nicht direkt bedroht, Schwester. Aber jeden Moment, den wir warten, wächst die Gefahr. Wir müssen mehr Verbündete an unsere Seite versammeln. Werden die wilden Götter kommen? Einige sind hier, aber wir müssen weitere rufen und die Bewohner des Traums versammeln. Geil. Die wilden Götter. Na, die werden ja wohl antanzen, wenn wir die rufen. Hallo? Traum ist in Gefahr. Und mit dem kann man sonst auch fliegen? Oder was? Ah, musst du nicht machen. Kannst du auch Autosteuerung nutzen. Okay. Das ist gut. Sonst hätten ja einige bestimmt schon richtig abgekotzt, Mann. Das wäre ja schade gewesen. Scheiße. Und da ist er. Big Daddy Szenarius. Nice one. Tyrande steht auch mit bei. In einem schicken kleinen Extrahain. Für Äonen haben wir über den Traum gewacht. Wir haben Anstürme und Verluste erlitten, aber wir müssen die Stellung hier halten. Die Flammen dürfen nicht unser Herz erreichen. Wer seid ihr? Erstmal von der Seite ansabbeln, wer bist du jetzt eigentlich, Bruder? Ich bin Szenarius, der Herr des Waldes. Ich lehrte die Nachtelfen als Druiden, die Natur vollständig anzunehmen. Und ich verteidige den Traum. Mein Pfad war nicht leicht und ich stand nicht immer auf der richtigen Seite der Kriege. Aber ich bin stärker denn je zurückgekehrt. Ich werde Meritra und den Drachenschwärmen beistehen, während sie den Weltenbaum nach Azeroth bringen. Ja, der Bruder hat auch eine Menge Scheiße durch, ne? Ist ja selber auch verdorben worden, aber wir sehen, ein so stark naturverbundenes Wesen, der kehrt auch immer wieder. Feuriges Festmahl. Fyrak könnte den Baum jederzeit angreifen. Wir werden die Hilfe der anderen wilden Götter brauchen. Wilde Götter unter uns, also mit die stärksten Naturgeister, die wir so kennen. Ne? Der smaragdgrüne Traum ist die Heimat der wilden Götter der Natur. Wir werden ihre Kraft und ihre Mächte brauchen, um gegen den Schaden anzukämpfen, den Fyrak diesem Reich zufügt. Der erste von ihnen ist Goldrin. Der uralte Wolf hat eine Vorliebe für Azeroth und Sterbliche, also wird er uns sicher helfen. Die anderen brauchen vielleicht etwas mehr Überzeugungsarbeit. Trefft mich in der Nähe der Felder der Tagträumer, wo die Dryaden und Hüter verweilen. Ich werde mich mit den anderen Kaldurei am Fuße des Baumes treffen. Dort haben wir den Kern unserer Verteidigung aufgebaut. Gut, wir werden euch so schnell wie möglich Verstärkung schicken. Kommt, Bluteiter, suchen wir die anderen auf.
Ja, ich kann mich nicht so geil teleportieren. Toll, jetzt stehe ich hier, Mann. Hatten wir den nicht auch im Hial damals zu Cutter? Da hat er auch noch so ein richtig räudiges Streunermodell gehabt, ne? Jetzt sieht er ein bisschen schicker aus. Nice. Ein Sterblicher wagt es, den Traum zu beschreiten. Eine beeindruckende Leistung. Und das in einer Zeit solcher Not. Die Droiden der Flamme stecken unsere Heimat in Brand. So wenig hat sich hier in so langer Zeit verändert. Und doch ist es noch immer schwer, den Faden zu folgen. Nun kommt der Wandel. Vielleicht kann ich euch helfen, euch ihm zu stellen. Wer seid ihr? Voll nett, dass sie das aber auch hinnehmen und einfach antworten. Er könnte uns ja auch den Kopf abbeißen. Ich bin der Reißzahn des Zorns. Das Rasen eines in die Ecke getriebenen Tieres. Der hungernde Jäger, der Blut gewittert hat. Ich bin der kürzeste, klarste Moment vor eurem Tod auf dem Schlachtfeld. Die Stärke, die nur aus unüberwindbaren Widrigkeiten erwachsen kann. Der Geist eines Gottes, den viele kennen. Denn Zorn und Raserei kennen keinen Unterschied, Bruder. Kratos bist du's, oder? Erythra bittet euch um Hilfe bei der Verteidigung. Und ich antworte dem Ruf des Rodels. Gemeinsam werden wir den Traum und den Baum verteidigen. Ja, jetzt haben wir auch schon rausgehört, warum der uns sehr, sehr mag, ne? Weil wir natürlich auch immer schön auf die Fresse geben. Ehre. Hier können wir runter. Oh, wie hübsch sie. Die ist ja toll. Möchtest du mein Mount sein? Was hat sie für eine Stimme, Wade? Das ist ja fantastisch. Können wir nochmal lauter machen, die Dialoge? Warte mal, in den Sequenzen fand ich es ja okay, aber so, ich mach mal auf 100 Grad. Welch faszinierende Kreatur. Ja. So ist schöner. Wow, sie hat in der Stimme so ein bisschen was Erhabenes, aber klingt irgendwie auch ein Stück weit wie ein aufgeregtes Kind, ne? Ist das euer Traum oder meiner? Ein bisschen was Dobbyhaftes dabei. Sandor, die 53. Dankeschön. Was haben wir hier? Eine sterbliche Seele, deren Anwesenheit das Reich verändert? Ihr seid wirklich interessant. Wer seid ihr? Ich bin der kühle, frische Geruch des bevorstehenden Regens. Ich bin das Gesicht, an das ihr euch nicht recht erinnern könnt. Ich bin der Bote des Wandels. Der Schnitter der Konsequenzen. Ich diene dem ewig wirrenden Fluss des Lebens und bin ein Opfer seiner Stagnation. Ich spreche die Wahrheit oder führe ich euch mit meiner Pracht hinters Licht? Ich hatte die Hoffnung, ihr könnt es mir sagen. Der Lore der Veränderung. Ah, das ist ja super. Und weil sich alles verändert, weiß ja manchmal selber nicht, was Phase ist. Fantastisch. Was für ein geiler Charakter. Merythra bittet euch um Hilfe bei der Verteidigung. Warum sollte ich den Traum vom Wandel abhalten? Ich werde abwarten und zusehen, was passiert. Versucht nicht zu sterben. Das ist ja super. Okay, oder Suhupa, wie die Provosten sagen würden. Ich mag ihn sehr, sehr gern, wie er da einfach gechillt hat, ne? Und sich denkt, ja, wenn hier alles zerstört wird, ist auch Teil des Wandels. Was sollen wir machen, ne? Müssen wir wohl zusehen, das ist natürliche Selektion, wenn irgendeine durchdrehende, von der Leere ermächtigte Urinkarnation alles in Brand setzt. Naja, was sollen wir machen, ne? Das Leben heißt verändern. Stabil, ich hoffe, den kriegen wir noch ein Stück weit überzeugt. Weil er ist safe mächtig. Der ist safe richtig, richtig stark. Was ist hier los? Eure ganz eigene Höhle? Das geheime Masturbatorium der Dryaden. Leben umgibt uns. Die Blumen gehen in Flammen auf. Sie lodern hell, ohne zu verbrennen. Oh, das ist auch spannend. Fyrak hat ja schon gezeigt mit seinen Droiden der Flamme, dass sie nicht nur zerstören wollen, sondern auch wirklich umwandeln. Na, da hatten wir ja auch schon einige Pflanzen, die einfach mit Feuer ermächtigt waren, statt zu verbrennen. Ja. Wer seid ihr? Ich bin eine Älteste der Dryaden, eine der Verteidiger des Traums. Seit Äonen beschütze und pflege ich diese Haine, und doch scheinen sie nie weiter zu gedeihen. Sie verbleiben bloß, sie schlafen. Macht es überhaupt einen Unterschied, dass wir hier sind? Oh, Midlife Crisis. Würden diese Felder genauso bleiben, wie sie sind?
oder muss ihnen etwas Schreckliches widerfahren, damit sie sich endlich erneuern können? Spannende Hinterfragung. Aber das ist ja schon irgendwie ein bisschen deprimierend, oder? Draußen sitzt irgendwie der wilde Gott der Veränderung und sie so, nichts verändert sich, Bro. Alles bleibt immer gleich, bitte helfen Sie mir. Nickel, hi. Meritra bittet euch um Hilfe. Einem Freund zu helfen oder Erneuerung zu suchen. Ja? Die Portale sind offen! Die Flammen sind hier! Wow. Okay, ich glaube, die Entscheidung wurde ihr gerade abgenommen, ha? Nun gut, was ist hier mal von Ursol? Oh, ich habe einen Bärengeist dabei. Das ist ja cool. Ich habe einen neuen Freund und da unten ist ein Rare Mob. Das Obstgesicht. Junge, das Obstgesicht. Aber das wurde gerade schon umgehauen, oder? Aber der ist... Nee, ist nicht. Es bewegt sich. Das Obstgesicht. Boah, ob ich jetzt durch diese Höhle richtig manövriere, na mal sehen. Bin gespannt. Das Ohngesicht, das kenne ich. Von Chihiro, aber Obstgesicht ist mir neu. Hallo, da ist er. Diebischer Schotling? Nee, das wieder anders, oder... Klaut der das Obst? Warte mal. Komm mal zurück hier, bitte. Den kann man gar nicht aufhalten. Oh nein. Bleib stehen jetzt davon. Ah, das ist bestimmt das Rare Event, oder? Das beschwört dann das Obstgesicht? Ich weiß es nicht. Na, mal gucken. Wir hauen erstmal drauf. Jo, jo, jo. Der Direktürkollege ist ja auch schon dabei. Aha. Und jetzt splittet er sich immer weiter, wie so eine Madroschka, oder wie? Ah, er ist jetzt hier mit seinen geklauten Waren. Ist er... Direkten Skin. Da ist es, das Obstgesicht. Er ist jetzt ins Wasser gesprungen und da mutiert. Hat er auch wirklich Obst in der Fresse? Ah, hat er leider nicht. Das ist ja schade. Ich dachte, er hat wenigstens so einen Bananenschnauzbart oder so. Bad Bang mit dem 20. Dankeschön, Dankeschön. Was droppen wir denn? Samen einpflanzen bei der Smaragdfülle. Ah ja, das war so ein Event, ne? Yes, yes, okay. Da ist ein Mal von Aviana noch dabei. Und die Glyphe können wir gleich mal lernen. Dede! Perfekt. Was hat's noch gegeben? Geheimnisvolle Samen. Startet eine Quest. Ach hier. Silvia Flüsterblüte könnte sich für diesen geheimnisvollen Samen interessieren. Verstehe. Und hier kriegen wir eine Harpie. Ah nein, auch eine Eule. Okay, ich bin keine Eule. Na gut. Aber wir haben eine parat. Habt ihr gesehen, hier sind sogar schlafende Druiden. Wie toll. Und hier ist... Wait, Guff? Lull. Habt ihr ihn fallen lassen? Jeder weiß doch, dass man sie nicht ins Wasser legt. Guff, was machst du? Das ist einer von den Hearthstone-Charakteren, wenn ich nicht irre. Der steht hier einfach. Hey, es ist Zeit für Abenteuer. Guff liebt diese Zeit. Und anscheinend hat er irgendwas fallen lassen. Naja... Mit einem von den Dornsprechern. Der Arthur. Arthur der Druide. Perfekt. Als ob das erste, was ich hier in der Höhle finde, direkt ein Hearthstone-Charakter ist. Großartig. Gleich erstmal Runde Schlachtfeld nebenbei starten. Will gar nicht wissen, wie viele Easter Eggs sie hier in diese Höhle gepackt haben, Mann. Zwischen den schlafenden Druiden. Da liegt bestimmt auch auf einmal Michael Jordan oder so. Einfach, weil sie es können. Storche, Hallöchen. So, da ist noch eine Kiste, aber da muss man auch wieder irgendwas machen. Na gut, dann hoppeln wir erstmal raus, machen weiter ein bisschen Campaign. Campaign mit Champagne, Bruder. Arthur war der Dornsprecher, der einen Druster in seiner Reisegestalt, oh, der uns zum Obersten getragen hat. Ich erinnere mich. Ah, cool. Ist ja auch gar nicht so random. Schön, schön. Sweaty mit der 40 am Start. Vielen lieben Dank. Da ist schon eine neue Eule. Oh, look at him. Wie schön. Wow. Wer bis jetzt auch alles mitgenommen hat an Content, muss nur noch die neue Zone erkunden, damit er den neuen Pfadfindererfolg bekommt und die normalen Flugmounts nutzen kann. Nice one. Good luck dafür. Und wir haben auch eine random Feuerkatze. Schade, ich dachte, das ist der nächste Rare, aber nur die chillt da einfach. Denkt sie, Ibims, Leute. Ibims, wilde Götter unter uns. Wir kommen zu spät.
Phyraks Truppen haben ihren Angriff auf den Traum bereits begonnen. Sengender Ansturm. Die Droiden der Flamme öffnen einen Weg in den Traum für Phyraks Truppen. Jeden Augenblick kommen mehr von ihnen. Wir müssen diese Flut aufhalten, bevor sie uns überschwemmt. Das Gericht unserer Feinde, Gesicht, ja, ich dachte, wir kochen zusammen. Mächtige Gegner lauern unter den Feinden, die Phyrak im Traum beschworen hat. Ich habe Kassafin nicht mehr gesehen, seit sie aus den Hügeln hervorgetreten ist. Findet sie und helft unseren Verbündeten, die Anführer niederzustrecken. Ja, hoffentlich stirbt sie jetzt nicht direkt, ne? Ganze Zeit so, voll langweilig, immer dasselbe hier im Traum, dann ist mal was los und sie verreckt direkt. Oh, come on, Bruder. Das wäre aber auch nicht gerade nett. Böse Portale, da kommen bestimmt die dicken Mobs raus, ja? Ansonsten Truppen vernichten. Jaradin dabei. Primalisten dabei, natürlich. Speerspitze der Zarkali. Und auch zu den Primalisten haben wir ja mittlerweile ein bisschen mehr Hintergrundlore. Kann ich euch generell meine Loreload-Podcast-Folge, die neueste, empfehlen. Mit der Buchzusammenfassung zum, ja, aktuellsten Buch, das leider auf Deutsch noch nicht draußen ist. War of the Scaleborn heißt es, glaube ich. Im Englischen, im Deutschen wäre es dann sowas wie Krieg der Schuppengeborenen. Und ist im Grunde dieser erste Konflikt zwischen Aspekten und Urinkarnationen bzw. Primalisten. Und Iridikron war damals schon ein Taktiker. Er war nicht so von wegen, ey, mit dem Kopf durch die Wand und wir gucken mal, was passiert, sondern der hat damals schon gesagt, ey, ich mag es am liebsten, wenn meine Feinde mich unterschätzen, wenn keiner weiß, was genau ich plane und auch keiner so richtig weiß, was meine nächsten Schritte sind. Und in diesem Buch hat er tatsächlich eine Schwester. Und diese Schwester, die benutzt er für seine Zwecke, ist ein weiterer Bauer in seinem großen Schachspiel, wenn man so möchte. Und lässt die beispielsweise Siedlungen von Sterblichen angreifen, nachdem sie sich dem schwarzen Drachenschwarm angeschlossen hat und dann festgestellt hatten, doch nicht so geil, ich will wieder zu meinem Big Bro. Und dann sieht es natürlich für viele Sterbliche so aus, als hätte jetzt irgendwer random von den Aspekten vom schwarzen Drachenschwarm einfach mal ein paar sterbliche Siedlungen weggeböllert. Kommt immer sehr sympathisch rüber, ja. Und dann waren natürlich die Überlebenden so ein bisschen pisst. Und dann kam Iridikron um die Ecke und hat gesagt, ach, meine Kinder, esst den Stein, denn es ist mein Leib und so, die ganzen Programme hat er abgespult, ja. Und dann haben die sich natürlich Iridikron angeschlossen, der meinte, ja, ihr alten Pimmler, das scheint ja mit den Aspekten nicht so gut gelaufen zu sein, hä, was machen wir da? Wie wär's denn, wenn ihr euch mir anschließt? Und wachst. Und... Mein Herz brennt vor Erneuerung. Nein, er hat sie wirklich umgewandelt. Und sie feiert's auch noch. Weil ist halt Feuer, ne? Kannst du nur feiern. Ha, nee. Weil sie jetzt ihre Veränderung hat. Ach, scheiße. Wir sind zu spät. Na gut, Iridikron-Lore war jetzt wichtiger. Sorry, nette Dryadentante. Aber ja, so wurden quasi die ersten Schritte für die Primalisten getätigt. Und dieser Hass hat sich dann generationsübergreifend eben entwickelt und erhalten. Und dann, als Razagesse und Co. gerufen haben, wussten die, okay, jetzt geht's wieder los. Jetzt können wir uns rächen für das, was damals an Scheiße passiert ist. Aber dort hinten scheint auch noch einer zu sein. Super, dass wir direkt die Dryade verloren haben. Das ist natürlich ein richtig gutes Zeichen. Wer ist hier denn? Ein Taurenkollege, Sturmbrand Komal. Was sagst du zur Lehre, mein Freund? Nicht so viel, habe ich mir gedacht. Lass lieber die Lehre in dein Herz und nicht das Feuer. Kannst du nicht feiern, sondern feuern. Haha, ja. Peak Comedy, sage ich. Dann, Meritra, sind wir, glaube ich, fertig. Jawohl. Ich hoffe, sie kriegt das hin, die Portale einfach zu schließen. Wäre ganz schön Panne, wenn nicht. Unser Schwarm ist erneut vereint. Der Traum leite euch. Ihr habt gut gekämpft, doch ich fürchte, wir können diese Truppen nicht mehr aufhalten. Sie könnten den Traum für immer verändern. Ruht in Frieden. Es ist schlimmer, als ich dachte. Jedes Mal, wenn wir ein Portal schließen, öffnen die Droiden der Flamme weitere. Ich fürchte, uns stehen noch größere Gefahren bevor. Für Amir Drasil. Die Grausame. Primalisten, Jaradin und Droiden der Flamme arbeiten gemeinsam gegen uns. Aber ich spüre, dass das nicht alles ist. Etwas Mächtiges versucht, durch dieses Portal zu kommen. Versuchen wir, sie so lange wie möglich auszusperren. Sie kommen so schnell, wie ich ihre Portale schließe. Jo.
Aber ich stecke einfach mal einen Finger rein, so. Vorsicht! War nicht die beste Idee. Oh, damn, boy. Was bist du? Seht die Waffen der Schattenflamme! Und euer End. Folgt mir! Durch das Port... Durch das Port... okay, das ist ja wirklich schnell, ne? Folgt mir schnell! Easy. Ja, Jaradin, wissen wir auch, die haben ihre Ältesten. Die sind nicht ohne. Die haben damals schon Neltharion geärgert. Und uns auch in der Höhle Richtung Weltboss. Rashok im letzten Raid, liebe Tanks, wir leiden immer noch, ne? Also, ist nicht so gut gelaufen an der Grüße, Stelle. Champion. Das war belastend und zu schnell, ja. Bolias mit der 73, vielen Dank. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Sonst bleibt keine andere Wahl, als uns zum Baum zurückzuziehen, bevor Phyraks Streitkräfte eintreffen. Und die älteste Kassafeden, ich fürchte, sie ist schon an diese Prophezeiung der Flamme verloren gegangen. Für Armee, Drasil. Schließt 10 Quests ab, uey, Handelsposten, ballert. Dieser Baum ist friedlich im Traum herangewachsen, seit er hier gepflanzt wurde. Wir haben über ihn gewacht und ihn gepflegt. Und jetzt, kurz bevor er seine Kinderstube in diesem Reich verlassen und nach Azeroth übertreten will, sehen unsere Feinde ihn als Mittel für ihre eigenen Zwecke. Doch er ist so viel mehr. Kommt, lasst uns zu Amir-Drasil gehen. Der Traum leite euch. Amir-Drasil, Krone der Harmonie, Spross zweier Welten. Ein Fenster zwischen Leben und Tod. Die Winterkönigin überreicht der Tyrande seinen Samen. Hier im smaragdgrünen Traum gedeiht er. Aber andere wollen seine Macht für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Das müssen wir verhindern. Wir, der grüne Drachenschwarm und zahllose verlorene Seelen, haben geschworen, ihn zu schützen, bis er seinen Platz in der Welt einnimmt. Das war ein Plan. Und wie schön ihr Modell ist. Yo, diese verästelten Hörner. Mega gut. Meritra, auf ein Wort. Eine der Dryadenältesten nährt sich, aber sie ist nicht sie selbst. Sie ist der Flamme verfallen. Also dasselbe Prinzip wie das, was wir vorhin bei den Blumen besprochen haben, ne? Und Tyrande, schicker Säbler. Ishnu Allah. Die Kaldurei werden diesen Baum beschützen. Wir haben zu viel verloren, um jetzt die Hoffnung zu verlieren. Was bedeutet Amir-Drasil? Amir-Drasil bedeutet Krone der Harmonie. Es ist ein Symbol unserer Hoffnung und unseres Strebens nach einer neuen Zukunft. Als ich das letzte Kind von Darnassos in meinen Armen hielt, wünschte ich mir sehnlichst, dass das nicht unser aller Ende ist. Aber ich weiß, dass wir gemeinsam für diese Zukunft kämpfen müssen. Deswegen verteidigen wir diesen Baum. Und wenn die Göttin will, dass er blüht, werden wir einmal mehr eine Heimat haben. Yo, Tyrandes Pläne. Perfekt. Der Durotan mit der 34. Auch perfekt. Dankeschön. Alles super bei uns. Hoffe bei dir auch. Tyrande. Lang genug gelitten, die Dame, oder? Möge Elun euren Weg erleuchten. Wir sind gerade rechtzeitig angekommen. Wir müssen Kassafin aufhalten, bevor sie den Baum schaden kann. Oder uns. Ruht im Frieden. Ans Feuer verloren. Die Druiden der Flamme stellen eine größere Bedrohung dar, als mir bewusst war. Sie lassen nicht nur zu, dass Syrak und seine Truppen in den Traum strömen, sie verführen auch die Bewohner des Traums zur Flamme. Wir dürfen nicht lange darüber grübeln, wie das passieren konnte. Es schmerzt mich, aber die älteste Kassafin muss aufgehalten werden. Folgt Tyrande und setzt der Dryade ein Ende. Meritra, es fällt ihr schwer, aber sie weiß, Mutti glaubt an sie. Was für eine coole Waffe, damn. Und sie muss diese Entscheidungen jetzt treffen. Sonst kann es keiner tun. Wow. Das sind echt coole Waffen. Unser Schwarm ist erneut vereint. Die Kaldurei haben die älteste Kassafin am Rand vom Amir-Drasil abgefangen. Wir werden sie niederstrecken, wenn wir müssen. Geht, Tyrande. Ihr auch, Bluteuter. So sehr es mich schmerzt, eine weitere Freundin zu verlieren, wir haben keine Zeit und keine Wahl. Das ist wahr.
Wahl habe ich ja auch noch nicht gesehen im Traum. Evilor mit der 37. Dankeschön. Ja, denn machen wir uns wohl nach unten, ja? Ah, die ganzen Eulen hier, die sind alle so hübsch. Die haben ein bisschen was vom Priesterklassenmount. Die hatten auch so ein eingedrücktes Gesicht, als wären die irgendwie in einem Crashtest gewesen. Aber ganz hübschi. Und ich glaube, hier sind wir richtig. Ajo, was vorhin die Beschwörungskreise der Natur waren. Wir sehen, das sind jetzt die Kreise des Feuers. Damn, wie die sich hier einfach richtig reinfressen, ne? Junge. An wie vielen Fronten das auch gerade passieren muss. Schön fette Portale. Riesige Feuerzungen, die sich ausdehnen. Oh, oh, oh. Ezo, hi. On Rock mit dem frischen Prime. Vielen Dank, vielen Dank. Von Valdrakken nach Dalaran Legion, da musst du in dieses große Gebäude gegenüber vom Aha rein. Die große Treppe hoch in Valdrakken, da ist links das Horden, rechts das Allianzportal nach Orgrimmar bzw. Stormwind in die Portalräume. Und dann musst du suchen das Portal nach Azuna, weil das Portal nach Legion Dalaran gibt's glaube ich nicht mehr. Des Feuers kehren zurück und bringen neues Leben. Und dann musst du von Azuna hochfliegen oder wenn du ihn schon hast, deinen Dalaran Ruhestein benutzen, der ist mittlerweile in der Spielzeugsammlung drin. Ansonsten Azuna Portal in Orgrimmar oder Stormwind und dann nach Dalaran fliegen. Die Älteste, die Lords des Feuers, na, die können uns gestohlen bleiben, die brauchen wir hier schon mal gar nicht. Ihr kämpft für Asche. Yo, der Teldrassil hält. Benimm dich bitte. Es tut mir leid, meine Freunde. Was hat sie zur Flamme verführt? Warum nehmen sie sie an und versagen unserem Volk eine Heimat? Ob es wirklich diese Erneuerung ist, nach der sie so sehr streben, dass sie sogar die Flamme annehmen? Das wäre ultimativ krank. Jo, ich hoffe, es ist ein bisschen komplizierter als das. Sonst können wir jeden zweiten gleich in die Tonne treten. Amudi ist da. Ja, moin. Der smaragdgrüne Traum ist ein Ort der wilden Natur, Magie und des Lebens. Es macht mich traurig, eine der unseren so enden zu sehen. Ich hoffe, dass sie nicht nur die erste von vielen ist. Wartet. Hört ihr das? Oh, was kommt jetzt? Ruht in Frieden. Oh, Feurio. Von Fyrak in die Ecke gedrängt. Ich höre nahende Flügelschläge und rieche die Schattenflamme. Fyrak ist hier. Meritras Zorn ist still, aber lodernd. Geritos Schmerz wird nicht ungesühnt bleiben. Mögt ihr friedlich träumen. Ich bin dabei. Klar, gib's auf den Sack. Müsst ihr schon gehen. Ich wusste, dass ihr kommt. Es zieht sie zum Feuer wie Motten. Oh, wie sehr ich wollte, dass ihr das seht. Alexstrasza. Ah, der Räudige. Dieser Weltenbaum, das Herz seiner Macht, voller Schatten und Flamme. Aber jetzt, da ihr und eure Champions hier seid, warum warten? Ich vernichte euch sofort! Der Sieg über diese verräterische Königin sollte glorreich sein. Aber der Plan, Fyrak, erinnert euch an euren Plan, sie zu verspotten, zu erniedrigen und zu zerschmettern. Hm. Öffnet den Weg zum Tempel. Dann wird der Baum euer sein. Aber er hört zu. Ja. Und wenn ich habe, was mein ist, werden meine Feinde brennen. Okay, ich dachte, er frisst ihn jetzt einfach oder so. Aber nee. Anscheinend ist das ein etwas höherrangiger Druide der Flamme, ha? Da wird sogar gelauscht, hör mal. Erzählt mir von euren Träumen. Es hat den Baum verschont? Hat er ein anderes Ziel? Und warum hört er auf diesen Druiden der Flamme? Ja. Gute Fragen, würde ich sagen. Frieden. Zu Hause im Traum.
Fyrak hat sich von Amir Drassir zurückgezogen, aber das macht mir nur noch größere Sorgen. Er muss ein anderes Ziel im Traum haben. Wir müssen uns mit den anderen am Fuß des Weltenbaums beraten. Tyrande und die Kaldurei haben ein Lager errichtet. Ich muss mit Alex Strasser darüber sprechen, wie es weitergeht. Mögt ihr friedlich träumen. Die anderen werden uns am Fuße Amir Drassils treffen. Aber der eine Kamerashot war geil, ne? So auf das wütende Mutti-Squad, Junge. Also nice. Und ich stand auch noch mit rum, ja. Hätte ich vorher irgendwie Blutelfenkostüm anziehen sollen, dann hätte das noch ein bisschen besser gepasst. Aber geiler Auftritt von Fyrak, der sich tatsächlich hat an die Leine legen lassen. Das ist ja interessant. Zwar mit Hilfe seiner eigenen Interessen, aber da dachte ich, sind wir schon drüber, um ehrlich zu sein. Oh, das war ein Kreis. Wow. Hier jetzt schön ein Fass in die Mitte stellen und sowas sagen wie, ich werde den All Blue finden. Nein? Na gut, ein andermal. Ihr steht vor dem schwarzen Prinzen. Schön euch zu sehen, Blutäuter. Furorion hat so wenig zu erzählen. Aha. Bis zum nächsten Mal. Fyraks Angriff auf den smaragdgrünen Traum muss aufgehalten werden. Fort mit euch. Dieser Baum symbolisiert eine Wiedergeburt für uns alle. Die Sterblichen, die Drachen und Azeroth selbst. Wir müssen ihn mit allen Mitteln beschützen. Ja, es geht auch um den Symbolcharakter natürlich. Ne? Vorhin kam die Frage, warum der so wichtig ist für uns. Wir sind doch nicht alles Nachtelfen. Ja, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Das Leben überdauert. Jetzt, wo wir einen Moment zum Durchatmen haben, können wir uns überlegen, was wir als nächstes tun. Und ich weiß, dass wir mit euch an unserer Seite stärker sind. 2500 Ruf. Für Amir Drassil. Jo, nehmen wir mit. Ich will Königin der Drachen werden, genau. Eine Schlacht an mehreren Fronten. Die Kaldurei haben unter den Ästen von Amir Drassil einen provisorischen Stützpunkt errichtet. Mit Hoffnung und harter Arbeit wird dieses Lager dauerhaft werden, wenn der Baum unsere Welt betritt. Macht euch mit den vorhandenen Vorräten vertraut, dann kehrt zu mir zurück. Der Fyrak wird wiederkommen. Er kann sich nicht lange beherrschen. Mhm. Auch nicht mit Führung. Okay. Merithra, das ist euer Reich. Wohin sollen wir unsere Leute zu eurer Unterstützung schicken? Wir müssen wissen, was unsere Feinde im Traum suchen. Es gibt andere Orte der Macht, wie den Tempel des Quells und das Auge von Isera. Und die Druiden der Flamme haben ihnen einen Pfad geöffnet. Ich muss wissen, warum sie hier sind. Wir werden hier anfangen. Tyrande, deckt ihre Absichten auf. Vyrenoth, sprechen wir über die Primalisten. Oh, Merithra hat das deutlich besser im Griff. Tyrande legt direkt los. Jo, ist aber auch wichtig, ne, dass die Girls jetzt hier so ein bisschen pushen und sagen, Mädelsabend, wir gehen sofort rein, wir hören auf unsere Merithra. Ausgezeichnet. Nur Furorion beißt sich bestimmt auf die Lippe. Der hätte am liebsten selber das Kommando. Zumindest der alte Furorion. Mittlerweile hat er ja auch einen Platz und seine Rolle gefunden, ne. Da muss man manchmal auch lernen, wie man die Fresse hält, Bruder. Ich weiß, es ist schwer, vertrau mir. Ich weiß, es ist nicht einfach. Gut, Flugpunkt. Den holen wir uns. Und dann haben wir einen Haufen Nebenquests. Die nehmen wir, glaube ich, noch nicht mit. Die machen wir heute auch, aber ich würde erst mal Main-Kampagne ballern wollen. Träumt unter den Bäumen. Aha, aha. Die können wir gleich mal verticken hier. Geht wohin? Bisschen schrottlos werden. Hier haben wir ein Gasthaus. Ach, schau mal. Hier sind auch schon die ersten toten Kreaturen mit Hüten. Perfekt. Darum sagt Furorion nix. Wenn der Bubi den Mund aufmacht, dann fahren ihm die Muttis voll drüber. Auch eine schöne Vorstellung, hätte ich gefeiert, die Szene, hör mal. Und auch Vyranoth komplett integriert, ne? Ist einfach schön. Hier haben wir die Legende von Elun Ahir. Ein wunderbares Buch, das wir natürlich auch schon analysiert haben, wenn ich nicht irre. Da müssten wir auch eine extra Podcast-Folge zu haben. Die ihr, glaube ich, unter den Stichwörtern 10.2 Bücheranalyse und so finden müsstet. Darum gehen wir da jetzt nicht nochmal in den Deep Dive, aber sehr, sehr spannende Bücher auch hier. Sowohl was Grüne Drachen und den Westwind, als auch Elun Ahir angeht. Also, das ist Stoff, über den wir noch eine Weile zu reden haben. Absolut, darum unbedingt mitnehmen.
Traktür stehen hier noch rum und ich habe mich nicht verguckt. Sie ist es wirklich. Lady Mondbeere ist die beste Fee. Ich erinnere mich an diese singende Praktikantenquest aus dem Ardenwald. Holy shit, jetzt wissen wir auch, warum die Tiere hier lustige Hüte aufhatten. Sie ist nämlich wie so ein Trickster. Sie ist im Grunde der Trickster. Die Mutter aller Trickster. Okay, auf die Quest freue ich mich definitiv. Aber wir wollten erstmal gucken, dass wir uns nach oben begeben. Geheimnisvoller Samen. Oder, wait, das ist, nee, die hier will ich. Da müssen wir nochmal mit allen quatschen, genau. Ich habe jetzt nur auf die Quests geschaut. Aber wir sollten ja die Versorgung und die Vorrede uns so kennenlernen. Der Hüter, jawohl. Phyraks Truppen sind überall um uns herum. Und wir sind nur wenige. Danke für eure Unterstützung beim Schutz des Traums. Ein würdiger Verbündeter. So viel Veränderung von Dingen, die unveränderlich bleiben sollten. Der Traum hat nur selten so viel Aufruhr gesehen. Er ist dazu bestimmt, ein Ort des Friedens zu sein, des Lebens. Champion, wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen können. Ich bitte euch auszuziehen und eure Unterstützung in den Weiten des Traums anzubieten. Ich habe keine Zweifel daran, dass der Traum seine Gaben zum Dank mit euch teilen wird. Hatte kurz Angst, dass ich mich ausziehen soll, aber nein. Aber nein. Du findest die Quest nicht, wie ich in den Traum komme? Das ist merkwürdig, weil ich habe mich eingeloggt und dann ist sie aufgeploppt. Vielleicht dann hier unten im Abenteuerführer nochmal schauen, bei Vorschläge. Aber eigentlich war das wieder einloggen, plupp, und dann ging das los. Es sei denn, du hast im Vorfeld irgendwas vergessen. Dann musst du eventuell noch ein paar Quests nachholen, bei Chandris, in Waldracken vielleicht, ja. Je nachdem, was hier möglicherweise dein Questlog sagt, wo es weitergeht. Oder wo du eben diese Main-Story-gerahmten Quest-Symbole auf deiner Karte noch hast. Dann könnte es natürlich sein, dass das zusammenhängt. Warum ist Mondbeere nicht bei Obstgesicht? Das stimmt. Das wäre eigentlich eine tolle Kombi gewesen, ne? Scheiße. Chance vertan. Frechheit. Seid gegrüßt. Euer Körper wird geschunden und euer Geist erschöpft. Ja, so werde ich eigentlich häufiger begrüßt. Ruht euch unter diesen Zweigen aus und träumt von einer besseren Zukunft für uns alle. Na, wenn das keine Gastwirtin ist oder draußen brennt die Welt, aber so ein bisschen Ruhe muss hin und wieder trotzdem sein. Gasthaus ändern? Nö. Oha, Banane von Tel Abim. Aha, Blizzard. Die miesen Schweine, da hauen sie die Banane mögen mit hin. Erstmal kleinen Lore-Talk zu Tel Abim jetzt wieder, let's go. Und wer fehlt noch? Da unten. Mit Vaskan. Bist du Vaskan? Ah ja. So viele Möglichkeiten. Schaut euch diesen Ort an. Es gibt so viel zu erkunden, so viel zu erleben. Wenn ich richtig liege, was ich normalerweise auch tue, dann müssten wir Flugsteine mit Wappen aus dem Traum verwenden können, um die Abenteurerausrüstung, die ihr findet, aufzuwerten. Die Möglichkeit, allein schon die schiere Macht, sollte es allemal wert sein. Also, wie kann ich euch helfen? Ich glaube gar nicht, oder? Es beginnt mit einem Stein. Zeigt mir eure Waren. Hier können wir dann die Wappen so ein bisschen traden. Ja, das ist ja der New Shit. Das wurde sich ja lange Zeit gewünscht. Das ist jetzt auch mit drin, aber besonders viele Traumwappen dürfte ich ja noch nicht haben, wa? Darum ist auch das nicht besonders interessant und wir sehen alle Druiden versammeln sich hier, egal ob Kultirana oder Zandalari und ihr sauft zusammen oder was. Junge, die trinken einfach Schnaps direkt aus der Frucht. Das ist ja geil. Da war auch mal bei einer Party von dem Freund meiner Cousine, da haben die einfach einen Haufen Ananas ausgehöhlt und da dann schön Rum rein und dann mit dem Strohhalm, ne, die Rumnanas. Das waren auch schöne Zeiten, hör mal. Okay, Meritra. Der Traum muss beschützt werden. Wir haben fertig. Merk aber langsam, im Traum Pollenallergie kickt, ne? Muss ich gucken, dass Stimme nicht gleich weg ist. Dann muss mir irgendein Drache mal gerade mit dem Feuerodem einfach in den Hals pusten, weißt du? Alles wupp, einfach desinfiziert mit Feuer. Eine Schlacht an mehreren Fronten. Tyrande ist aufgebrochen, um die Droiden der Flamme zu untersuchen, mehr über ihren Zweck im Traum zu erfahren und ihre Anführer zu identifizieren.
Wie konnten sich Nachtelfen und Bewohner des Traums der Flamme zuwenden? Ich bin zuversichtlich, dass ihr und Tyrande die Antwort finden werdet. Müsst ihr schon gehen? Der brennende Grabhügel. Phyraks Truppen haben ihre Pläne bereits in Angriff genommen. Wir legen einen Schritt zurück und müssen schnell handeln, wenn wir Amir-Drassir erfolgreich schützen wollen. Während ihr auf dem Weg hierher wart, erhielten wir Nachricht von verdächtig aussehenden Gestalten, die in eine der Grabhöhlen in der Nähe eingedrungen sind. Tyrande ist bereits losgezogen, um nachzuforschen. Geht zu ihr und helft. Der Traum leite euch. Okay, Tyrande helfen. Mach ich gern, weil das wird dann eher so eine Geschichte von wegen Tyrande hilft uns. Mutti ist sauer, hör mal. Let's go. Eine Menge Girlpower hier im Traum, ne? Kein Sabellian, kein Ebenhorn. Kein Nosdormu. Die hatten ihre Auftritte. Jetzt sind die Muttis dran, hör mal. Finde ich gut. Haben wir auch länger nichts gesehen. Und hier ist der besagte Grabhügel. Erstmal auf die Größe der Zone klarkommen. Versetzen die hiesigen Wildtiere in Angst und Schrecken. Erteilt ihnen eine Lektion. Da ist es schon. Oh, es wird geheilt. Furorion ist die Obermutti. Ja, insgeheim, oder? Insgeheim. True. Und sie ist richtig wütend. Hört den Ruf der Wildnis. Das ist hier die Deutsche unter den Dryaden. Ach, scheiße, ich kann heute nicht arbeiten gehen, weil die Arbeit brennt. Mann, meine Beine sind auch gebrochen. Was soll der Chef denken? Kacke. Ja, ich leide mit dir. Es ist mir eine Ehre, Ilun zu dienen. Ihr kommt zur rechten Zeit, Todesritter. Ich benötige etwas Hilfe. Verliert nicht den Glauben. Grabhügel sind Orte der Rast und der Gemeinschaft. Einen im Herzen des Traums selbst anzugreifen, ist mehr als nur böswillig. Es ist grausam. Hört auf die Stimme Eluns. Äscherne Erde, smaragdgrüner Tautropfen. Pflanzen im Traum kann man neu damit beleben, das ist ja cool. Es scheint, als hätten die Druiden der Flamme keine Zeit verschwendet, um ihren Einfluss auszuweiten. Tief in diesen Grabhügeln hat eine Art der Verderbniswurzeln geschlagen. Sie wird sich unkontrolliert ausbreiten und die gesamte Höhle verzehren, bevor sie nach und nach nach außen dringt und den Rest des Traums bedroht. Die Zeit ist knapp, Bluteuter. Dringt in den Grabhügel ein, sucht die Quelle der sich ausbreitenden Flamme und löscht sie, bevor die schwelende Glut wachsen und sich ausbreiten kann. Die Kaldorei werden überleben. Ja, spannend, ne? Die Domäne des Lebens. Es wächst nicht nur der Baum, es wächst auch das Feuer. Gefährlich. Noch nicht verloren. Die Flamme hat dir nicht aus einer Laune heraus Wurzeln geschlagen. Zweifelsohne gibt es Diener der Feuerlande, die sich hier versteckt halten und versuchen, ihre Flamme auf die Kreaturen zu übertragen, die in diesem Grabhügel leben. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um diejenigen zu retten, die noch gerettet werden können, um den Ketzern, die hier lauern, schnelle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Lecker Umhänge, sehen die geil aus? Ja, schöne Umhänge. Nette Farben. Es gibt eine Zeit zum Abwarten und eine Zeit zum Handeln. Die Druiden der Flamme mögen Verräter des Traums sein, aber sie besitzen immer noch das Wissen, ihn zu betreten. Zweifellos ist das der Grund, warum Phyrax sich mit ihnen verbündet hat. Darum haben die auch die Runen in die Axt geprägt, ne? Ich werde hier bleiben und mich um alle Verwundeten kümmern. Die wir mitbringen, ja. Die Sicherheit der Bewohner des Hügels muss an erster Stelle stehen. Passt auf euch auf, Champion. Diese Fanatiker sind so gefährlich und unberechenbar wie die Flammen, die sie verbreiten. Nun gut. Das heißt, ich sollte hier nicht einfach so reingehen, oder? Ah ja, doch, es tut nur ein bisschen weh. Brennenden Grabhügeln geholfen. Druiden der Flamme. Jo. Ich hab noch nichts zum Löschen, oder? Soll ich ein Eimerchen mitnehmen? Soll ich auf Grisou loggen? Für einen Drakteur und schreien, ich will... Da seid ihr ja endlich. Feuerwehrmann werden? Ich hatte gehofft, euch zu treffen, bevor es ernst wird. Okay. Möchtest du in die Gilde, oder? Was war ihr denn los? Hallo. Da war aber ein ganz schön frecher Unterton in der Stimme. Soll uns aber egal sein. Wir pelzen einfach trotzdem alles kaputt. Da schau mal. Der Kriegerkollege, er tankt hier tapfer durch den Traum. Aber er braucht ein bisschen länger. Kommen wir als zweiter Tank dazu, dann geht das. 20 Jahre haben wir auf diesen Tag gewartet. Wir dürfen ohne Leine im richtigen Traum rumlaufen. Ja, wir legen Leinen an, oder?
So sieht's aus. Da hat sich einfach alles verändert. Ach, sogar die Käferchen wurden vom Feuer übermannt, oder was? Alles wird hier einfach infusiert mit den Flammen. Das ist ja fürchterlich, aber ich glaube, ich gorke hier schon wieder in ganz anderen Ecken rum. Und neue Höhlenmodelle, ja. Ich glaube, der Aufbau ist schon so, wie man das von den Nachtelfen-Grabhügeln auch aus der Vergangenheit kennt. Einen ahnungslosen Abenteurer, fähig, frei zu handeln. Wir waren einst frei, ungebunden von der Sterblichkeit. Perfekte Wesen, gesegnet durch die Hüter der Welt. Man merkt auf jeden Fall, wo ihre Motivation herkommt. Aber die kannten wir ja schon vorher. Nur ist sie jetzt so überzeugt davon, dass sie uns nochmal spontan die Lebensgeschichte erzählt. So kennen wir unsere Gegenspieler. Noch ein paar Dryaden retten und sie ist vermutlich ganz am Ende von diesem Grabhügel. Da habe ich ja auch immer halben Nervenzusammenbruch, ne? Wenn ich dann an die ersten Quests denke im Nachtelfen-Startgebiet. Wir können diese Welt wiederfinden. Eine endlose Welt, erhalten in der Flamme. Die ersten großen Höhlen. Und sie will uns auch gerade überzeugen. Sie macht einen auf Old God und flüstert hier. Ach, da seid ihr ja. Ich dachte schon, ihr habt euch verlaufen. Wow. Norana, ihr habt einen ganzen Grabhügel in Brand gesteckt. Das ist Wahnsinn. Teldrassil hat mir die Augen geöffnet. Wir können unser Volk nicht durch Willenskraft retten, Nachtkriegerin. Unser Volk hat genug Wälder brennen sehen, Norana. Was immer diese Fanatiker euch versprochen haben, es ist den Preis der Feuerlande nicht wert. Ich habe diesen Fanatikern lediglich ihr Geburtsrecht versprochen. Das Feuer wird uns zur Ewigkeit zurückführen, die eure drakonischen Hüter für sich beanspruchen. Wartet, Norana! Ich kannte Norana, Champion. Ich zögerte. Das wird nicht wieder passieren. Trefft mich an der Oberfläche, dann werden wir sie aufspüren. Damn, schön persönliche Note wieder mit drin. Und sich wirklich dem Feuer ergeben, ne? So wie es klang, willentlich. Wir haben eine Karte direkt dazu, das ist natürlich wirklich cool, ja. Dann war es noch frecher, dass sie dachte, wir haben uns verlaufen. Unglaublich. Das hätte es früher so nicht gegeben. Eine schöne Änderung, mit der man dann doch ein bisschen besser zurechtkommt hier, ne? Sogar der Ein- und Ausgang ist ein bisschen heller markiert. I like it. Kemal, hi. Ja gut, das ist bedingt geil gelaufen. Aber wir wollten ja den Einfluss hier auch nur eindämmen und nicht direkt allen Hydras die Köpfe abschlagen. Mein Dank gebührt euch, Andritur. Keine Sorge, wir werden sie finden. Achtet Eulchen. Yo. Sweet. Was können die Kaldorei für euch tun? Norana Morgenglanz. In den Jahren nach Teldrassils Geburt war sie Initiantin im Tempel des Mondes in Danassos. Sie war eine freundliche, ruhige Seele. Ich hielt sie für tot. Stattdessen wandelt sie nun unter den Druiden der Flamme. Tyrande seufzt. Äscherne Erde. Unsere Feinde werden unseren Zorn noch kennenlernen. Tyrandes Gesichtsausdruck schwankt zwischen Traurigkeit und Überzeugung. Dies ist nicht Fandral Hirschhaupt. Ach, das sind ja nicht Fandrals Druiden der Flamme. Zu denken, dass jemand, der so gütig und mitfühlend ist wie Norana, sich selbst zu ihnen zählen würde. Wir werden vielleicht nie wirklich die Tiefe der Narben verstehen, die gefallenen Äste von Teldrassil hinterlassen haben. Ja, und meistens sind es diese emotionalen Bande, ne? Das war ja auch ganz ähnlich bei Fandral, der ja seinen Sohn auf schrecklichste Art und Weise verloren hat, mit Tyrandes Führungsstil nicht einverstanden war und. Und dann auf diesem Pfad der Unsicherheiten, der Verderbnis und der Vergeltung, was da nicht alles mit drin war, als Majordomus von Ragnaros und als vorletzter Boss in den Feuerlanden endete, obwohl er eigentlich ein mächtiger Druide, ein mächtiger Anführer war. Und da ist natürlich so ein Verlust des Sohnes vielleicht nicht unbedingt in allen Punkten gleichzusetzen mit dem Verlust der Heimat, dem Verlust von Teldrassil.
Aber wer weiß, was sie individuell noch alles verloren haben bei diesem schrecklichen Ereignis. Da kann man schon mal seinen bisherigen Glauben und seinen bisherigen Weg hinterfragen. Und plötzlich ist so ein brennender Weg der Rache ganz was Nettes, ne? Krass. Möge Elun euren Weg erleuchten. Noch nicht verloren. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht derer gedenke, die in Tel Drassil gefallen sind, verzehrt von einem Feuer, das ich nicht löschen konnte. Ob Kaldurei oder Dryade, ich werde nie wieder zulassen, dass die Schreie der Gequälten ungehört verhallen. Nicht, solange ich noch atme. Das ist ein löbliches Ziel. Hört auf die Stimme Eluns. Da sind wir dabei. Das qualmende Gehölz. Anditur berichtete von dem Rauch, der aus einem Hain im Westen aufsteigt. Noranas neue Verbündete sind nicht gerade von der feinfühligen Sorte. Es ist mir egal, was ihre Beweggründe sind. Ich werde es ihr nicht erlauben, einen weiteren Zentimeter dieses Landes in Brand zu setzen. Reitet zu den westlichen Hainen. Wie auch immer die Druiden der Flamme ihre sogenannte Wiedergeburt anstreben, wir werden alles tun, um sie aufzuhalten. Es gibt eine Zeit zum Abwarten und eine Zeit zum Handeln. Anditur sagte, die Druiden der Flamme haben einen Hain im Westen eingenommen. Zweifelsohne lauert dort unsere Beute. Na dann. Oh, da ist ein Erzessen und stinknormales, verdammt. Ich dachte, jetzt kommt direkt was besonders Geiles, aber das erste Erz ist einfach nur ein Standarderz.